Entschuldigung, kann es sein, dass Sie mich die ganze Zeit filmen? Mein Name ist Sulaima Mazumi. Ich wohne jetzt in Köln. Geboren in Kabul, Afghanistan. Bin aufgewachsen in Krefeld. Habe zwischendurch in Paderborn studiert. Ja, ich bin Poetry Slammer, Literat, Schriftsteller, wie man es auch nennen mag. Und ich trete deutschlandweit auf. Mir ist es wichtig, also, dass ich in den Texten natürlich zu finden bin. Auch wenn es die Leute nicht erkennen werden, das ist dann manchmal verfremdet und man wird auch nicht wirklich unbedingt ganz glasklar meine Meinung rauslesen können, sondern manchmal ist es auch, reicht es auch einfach, Reizpunkte zu schaffen. Ich spreche fließend Persisch, aber mein Wortschatz ist nicht so groß wie im Deutschen. Und ich würde nur in der Sprache schreiben wollen, die ich am besten beherrsche, damit ich auch das Potenzial aus den Texten rausholen kann. Wenn ich dann in Persisch versuchen würde, Texte zu schreiben, wäre es so, als ob ich eine Kette am Fuß habe. Ich lebe seit dem Jahre 1981 in Deutschland. Ich bin eigentlich wohlbehütet aufgewachsen. Ich war auch nicht so, dass ich nur ausländische Freunde hatte oder nur Deutsche, sondern bei mir war das echt bunt durchgemischt. Ich habe die Menschen eigentlich nie nach ihrer Herkunft beurteilt. Für mich war Herkunft immer nur eine Sache, die mich verstehen lässt, wie sie ein bisschen ticken. Darum ist es für mich auch befremdlich, wenn ich Leute treffe, die wirklich Vorurteile haben oder Leute pauschalisieren. Aber es ist ein gutes Thema, an dem man sich abarbeiten kann beim Schreiben. Mich hat zum Beispiel immer geärgert, wenn ich im Radio gehört habe, ein Verbrechen stattfand, dass man die Nationalität genannt hat. Bei Deutschen war es dann eine Bezeichnung, das waren dann Verbrecher. Und es wird gar nicht gesagt, es waren Deutsche. Und so schafft man natürlich auch Vorurteile. Ne? So ein gewisses Pflichtgefühl finde ich auch gut an den Deutschen. Wenn die irgendwas bauen, dann machen die das auch fertig. Also ob es ein Baumhaus ist oder ein Auto. Die haben eine gute Arbeitsmoral. Wo ich hingegen, da bin ich noch ganz Afghane, meine Arbeitsmoral ist immer sehr südländisch. Für mich macht der Begriff Heimat nur Sinn in Verbindung mit dem, woran man sich erinnert. Es hat ja auch das Wort, ist heimelig. Es ist irgendwas Vertrautes. Und ich könnte Afghanistan, auch wenn ich dort geboren bin, nicht meine Heimat nennen. Es ist mein Herkunftsland. Ne? Aber ich bin da nie als Kind durch die Straßen gelaufen. Darum ist Deutschland meine Heimat. Und ich finde, es ist eine schöne Heimat.